Heute gibt's zwei leckere Varianten von einem gesunden Keksteig. Einmal diesen hellen und dann den Schoko. Keksteig zum Sofortessen ist ja irgendwie total in. Wird auch sogar in Fertigpackungen verkauft mit ganz viel schädlichen Inhaltsstoffen. Ich zeige euch heute, wie ihr das in gesund selber herstellen könnt. Dafür brauchen wir ein Glas Kichererbsen. Die genauen Mengenangaben werde ich euch aber unten nochmal einblenden. Eine Küchenmaschine. Wir brauchen 100 Gramm gemahlene Mandeln. 7 Medjool-Datteln, das sind so richtig schöne, weiche Datteln. Wenn ihr die nicht habt, nehmt normale Datteln, ein bisschen mehr vielleicht, weil die etwas kleiner sind. Dann brauchen wir Zimt und Vanille. Und nicht erschrecken aufgrund dieser Kichererbsen, schmecken tut es trotzdem. Wir können ein bisschen Reissirup dazugeben, muss nicht unbedingt sein, aber dann wird es auch schön noch süßer. Wir brauchen ein bisschen Milch. Milch ist egal, welche du nimmst. Ich nehme immer die Hafermilch, deshalb zeige ich diese auch jetzt hier. Einmal durchmixen und dann ist unser Keksteig auch schon fertig. Das geht sehr schnell, ist viel günstiger als diese Fertig-Keksteige, die es da draußen gibt und auch natürlich gesünder. Du hast Eiweiß drin und du siehst nur saubere Zutaten, alles von Natur, bis auf diese Choco-Chips. Die habe ich jetzt zur Deko mitgenommen, kannst du natürlich auch lassen. Im Kühlschrank 2 bis 3 Tage haltbar und ich finde perfekt zum Naschen, gerade abends, wenn du Bock hast zu naschen. Hier hast du ein eiweißhaltiges, leckeres Naschzeugprodukt, kann man das so sagen. Jetzt zeige ich euch den Schokokeksteig. Der wird aus schwarzen Bohnen gemacht und glaubt mir Leute, man schmeckt diese Bohnen oder diese Kichererbsen nicht raus. Deshalb unbedingt ausprobieren. Es ist auf jeden Fall gesünder und besser für deinen Körper. Wir nehmen jetzt, hier steht 240 Gramm Abtropfgewicht. Ja, immer auf die Packung nochmal drauf gucken. Oder du kaufst dir die ungekochten Bohnen und lässt sie einmal einweichen und dann selber kochen. Auch hier wieder gemahlene Mandeln. Reissirup, Datteln, Vanille, Zimt, ein bisschen Milch. Du kannst auch statt gemahlene Mandeln natürlich auch was anderes nehmen. Ja, es müssen nicht die Mandeln sein, es können auch Haselnüsse sein, es kann Buchweizenmehl zum Beispiel kannst du auch nehmen. Einmal durchmixen und du siehst, es ist fertig und dann kannst du auch schon servieren. Ich habe jetzt auch hier Zartbitterschokolade genommen, klein gehackt und darunter gemischt, dass es so einfach besser aussieht. Ich finde, es sieht einfach schöner aus. Fertig ist unser essbarer Keksteig zum Sofortnaschen. Wenn du Bock drauf hast, wenn du einen flachen Bauch aber dabei trotzdem behalten möchtest, kannst du genießen und naschen, aber auf gesunde Weise. Das ist immer möglich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch ein leckeres Rezept zeigen darf. Probiert es unbedingt aus. Lasst euch nicht zurückschrecken von diesen ganzen Hülsenfrüchten. Es ist gesund und enthält sehr viel Eiweiß für deinen Körper. Wer es nachgemacht hat, bitte in Instagram posten. Ansonsten lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du mehr solcher Videos haben möchtest. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.